Es sind Bilder, die Normalität vermitteln sollen, veröffentlicht vom Kreml. Die achtjährige Reisat Akipova zu Besuch beim russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin in Moskau. Seit dem Aufstand der Wagner-Gruppe ist dies der jüngste einer ganzen Reihe öffentlicher Propagandatermine. Die Bilder sollen den russischen Präsidenten als charmant und fürsorglich zeigen. Öffentlichkeitswirksam telefoniert der Präsident im Beisein des achtjährigen Mädchens mit seinem Finanzminister, um über zusätzliche Haushaltsmittel für die Region Dagestan zu beraten. Das Treffen mit Reisat und ihrer Familie hat seinen Ursprung in einem Besuch Putins in Derbent am Kaspischen Meer Ende Juni. Die Welt staunte über einen Wladimir Putin, der ein Bad in der Menschenmenge nimmt und sogar Kuss-Selfies zulässt. Schnell wurde einmal mehr über den Einsatz eines Putin-Doppelgängers spekuliert. Normalerweise hält Putin aus Angst vor Anschlägen stets einen größeren Abstand zu anderen Menschen. Putin sagte dem Mädchen, er habe sie und ihre Eltern nach Moskau eingeladen, weil er bestürzt gewesen sei, als er ein Bild von Reisat gesehen habe. Das Foto zeige sie in Tränen aufgelöst, nachdem sie ihn während seiner Dagestan-Reise nicht zu Gesicht bekommen habe. Nach über 16 Monaten Angriffskrieg in der Ukraine inszeniert sich Wladimir Putin als volksnaher, geradezu handsamer Präsident. Die Risse im System Putin, die durch die Ereignisse um den Prigozhin-Aufstand zutage getreten sind, versucht der Kreml durch Bilder wie diese wieder zu kitten.